Oh, wie unglücklich wir gefallen sind. Oh nein. Oh nein, wie wir sind auch nicht besser als Bramble. Wir haben gerade den König umgebracht und treten das Viech durch die Gegend. Wir sind nicht viel besser. Oh nein, die haben sich gerade so gefreut mit dem Ubapaduba. Ubapapuba. Oh nein, Billighack gekauft. Uah. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Da links. So. Okay. Oh, ist das alles widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Einmal runter. Da war jemand drin. Bait. Ja, hätte ich mal als Bait erkannt. Hätte ich das mal als Bait erkannt, hätte es funktioniert. Alter, haben wir gerade jemanden geopfert? Wir sind nicht so nett. Und der Checkpoint ist doof. Probier's ohne Bait. Oh, gut. Knapp. Oh, puh. Ich hab's mal ohne Bait probiert, weil ich finde, ja, wir sind sonst irgendwie nicht. Wir sind sonst irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Wäre sonst ein bisschen herzlos. Spiel Bramble, haben sie gesagt. So ein Hol zum Spiel, haben sie gesagt. Oh, wer bist du denn? Eine Maus. Was? Hier? Aha. Nehme ich mit. Eine Trollfigur. Ja, großartig. Das ist, habe ich mir immer gewünscht. Sonst ist hier aber nichts, ne? Wir können uns ein bisschen umschauen und sonst ist hier, glaube ich, aber nichts. Hier ist ein Drache. Glaube ich. Na, dann wollen wir mal. Müssen wir zur Maus runter eigentlich? Also können wir zur Maus runter, wenn ich jetzt... Nur mal so aus Neugier. Wir müssen doch jetzt bei der Maus landen, oder? Ja, offenbar nicht. Der Wurstkönig.
Ist das hier schon... Ja, das ist Schimmel. Oh, also er kocht gerne offenbar. Ja, aber zu viel, weil er keine Freunde hat, glaube ich. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Schön, dass ich hier bin. Glaube ich, will ich. Ich weiß, wir müssen unsere Schwester hier retten, aber ich will hier nicht sein. Hier wird ein leckerer Blutpudding gekocht. Oh, was? Nein! Das war ja komplett sinnlos. Wieso hat er uns so weit weg hingestellt? Dieser Idiot. Zumindest sind wir nicht der Idiot. So, da hätten sie unsere Freunde wieder. Die werden uns bestimmt helfen, nachdem wir ihren König getötet haben. Oder vielleicht haben die ja, vielleicht haben wir sowas hier. Nur die Stärksten überleben und wir haben den König besiegt. Jetzt sind wir deren König. Ja, hier kommt euer König. Ja. Oh. Warte mal, die sind gerade gemein zu dem, ne? Aua! Oh, sag mal, ich kann nicht zielen, Betty. Ich kann... Die schießen leider echt gut intervallmäßig. Ah, endlich. Ich kann nicht so schnell zielen, wie die zielen. Gleich haben wir's. Es sind noch zwei. Gleich haben wir's. Ja, ist hier vorbei jetzt, hm? Jetzt kämpf auch gegen Olaf Bramble. Felt bad for the ill-treated giant. Lemus might be big, but he had a warm stone heart. Oh. Oh. All he longed for was a friend. His face scared him most. Ja, das kenne ich. Can relate. Oh, aber die sieht so freundlich aus. Guck mal. Die hat sogar ein paar Mooshaare. Even so. It seemed like he had found one. Oh. Das ist schon lieber. Klingt immer noch so traurig. Ich komme bald wieder. Ich komme bald wieder, guter Riese, ja? Ich komme bald wieder. Ich muss nur Schwesterherz irgendwie retten. Dann hast du zwei Freunde. Wir können auch Brieffreunde werden. Werden sehr große Briefe bei ihm, aber ist egal. So, das glänzt und blinkt. Da muss ich hin. Das ist die Perle. Oh. Aber wer ist das im Hintergrund?
versteinert. Das Licht war zu hell. Denn wie ihr wisst, versteinert man Trolle mit Licht. Ulle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. At least he had found the stone again. Guck mal, der Wind zeigt uns, wo wir hin müssen. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Ja, ich hoffe nicht, dass es unsere Schwester ist, weil du weißt schon, warum. Ist überhaupt einer von den Bramble? Also wir haben den Koch und wir haben den Troll. Okay. Dem Blomster Tidne kommer med lust och färgring stor du malkas ljus. Könnte ewig zuhören. Da könnte ich ewig zuhören. Oh, war das schön gerade. Auch mit der Wiese und allem. Oh, einfach nur wunderschön. So ein Gegensatz zu dem, was wir gerade gesehen haben. So, Dankeschön. Huch. Hilfe. Die Tage hier im Wald sind wirklich, wirklich schön. Oh, guck mal, der ganze Löwenzahn hier überall. Kaninchen hätten ihre wahre Freude hier. Mhm. Ach so. Na, dann mal hin.
Ja. So, genug dahin treiben. Dann liest er sich vielleicht wach. Gucke. Hallo. Oh. Der ist immer so lieb, ne? Guck mal. Oh, wie er sich freut. Oh. Und mit dem Blumenkranz auch. Der hat doch Freunde. Der hat einen Blumenkranz auf dem Kopf. Ich weiß aber nicht, ob es derselbe war. Na, was ist denn los? Hä? Gut, wir sind jetzt also ein Reisebus. Ich verstehe. Komme ich hier durch? Ach du Jemini. Okay, wir müssen irgendwo da und dann da oben rüber, glaube ich. Okay, warte mal. Bevor wir hier lang, will ich aber nochmal schnell da gucken. Da ist noch eine Steinstatue, guck mal. Hätten wir fast übersehen. So, von unserem neuen Freund. Guck. Ja! Sieht ein bisschen aus wie ein Arschkeks. Aber egal, wir haben's. Wir haben bestimmt auch schon einen übersehen, kann ich mir vorstellen. Irgendwo. So. Dann einmal hier heraus. Und dann müssen wir irgendwann einen Baumstumpf. Na los. So, wie der Gnom mitmacht. Das ist schon süß. Ja! Oh. Was? Manchmal verstehe ich nicht genau, was passiert. Wo kam jetzt die Musik her und warum sind wir da? Ketten sieht nicht so ganz koscher aus, aber ich glaube, wir müssen da ran, ne? Das ist irgendwie schon wieder ein Trollhausen. Da links ist irgendwas, aber ach, hier ist Zeugs. Da sind nur Knochen drin, okay. Hätte ich da drauf gemusst? Oder schaut, ach, das schaut jetzt hin und her, okay. Ich
habe irgendwie das Gefühl, wir verarbeiten ja gerade eine Psychose mit diesen ganzen Dingern. Vielleicht, dass unsere Schwester verschwunden ist, wenn wir uns selber die Schuld geben, wieder irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Aber vielleicht finden wir es noch raus. Oh, Fledermausis. Eigentlich sehr süß. Wo kommen die ganzen Geräusche her? Und da sitzt noch jemand drin. Hallo? Und wer hängt den Käfige so weit nach oben? Ha, ja, entschuldige, ich bin nur auf der Durchreise. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr. Entschuldigen Sie. Ich gehe ja schon wieder. Okay, war das gerade von eben, als wir diesen Violingesang gehört haben, so ein bisschen wie, wie heißt das nochmal, der Rattenfänger von Hameln, so ein bisschen in der Richtung, wir haben den Gesang gehört und konnten nicht anders als in die Schlucht zu tanzen. Okay. Ich hoffe, der Wind kommt nicht jetzt. Kann gar nicht, warte. Was zum Teufel? Okay. Irgendwas war hier gerade sehr laut. Ich mach gleich mal kurz Pause und guck mal kurz, was das war. Das Viech kommt nicht her. Hier liegt eine Hand, eine versteinerte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja. Okay. Wir dürfen auf keinen Fall ins Wasser, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich guck noch mal ganz kurz, was hier gerade eben Rabatz gemacht hat. Hier war sehr laut gerade. Ich schau mal eben nach, ja? Ich bin gleich wieder da. Moment.